Hallo Rasenfreaks! 18. Mai 2019, wir haben endlich schönes Wetter. Und heute wird das erste Mal der Johnny komplett über die Rasenfläche getrieben. Ja, der Rasen ist immer noch ein bisschen am Blühen, aber macht ja nichts. Naja, die Poa ist es trotzdem teilweise. Egal. Jetzt ziehen wir aber komplett durch. Ich überlege, ob ich vielleicht meine Bürste gleich hinten ranhaue, um gleich auch nochmal den Rasen ein bisschen durchzubürsten mit dem Mähen. Praktisch ein Doppelcut mit Bürste. Ihr werdet sehen, bleibt dran! Ja, liebe Rasenmäher-Freaks, ich muss wissen, wie schnell mein John Deere mäht. Ich habe hier einen kleinen Parcours aufgebaut, 25 Meter abgesteckt, und ich will jetzt diese 25 Meter mal abfahren, also fliegender Start sozusagen, durch die beiden Hütchen durch und dann die Sekunden messen, weil ich möchte genau 6,1 Kilometer pro Stunde fahren mit dem John Deere. Das sind dann 1,6 irgendwas Meter pro Sekunde. Bei 25 Meter sind das 14,75 Sekunden. Also wir müssen diese Strecke in 14,75 Sekunden fahren. Und ich weiß überhaupt nicht, wie schnell mein Mäher läuft, wie schnell er fährt. Ich habe immer das Gefühl, er ist ein bisschen zu schnell noch unterwegs. Und das will ich jetzt einstellen. Jo, schaut's euch an. Zu schnell. Viel zu schnell.
11,65 und 14,75. Jetzt muss ich nachstellen. Ja, Freaks, hier ist ein Anschlag und hier geht das Pedal drauf, das schlägt hier drauf. Und jetzt muss ich hier die Höhe verstellen. Komma 13,3, noch eine Sekunde zu langsam. Ja, wie ihr gesehen habt, die Geschwindigkeit reicht immer noch nicht. 14,75. Ich muss jetzt noch mal nachschrauben und dann passt es hoffentlich. Geschafft, geschafft, yes! Ja, warum mache ich das? Jetzt habe ich 6 km/h eingestellt, 6,1 km pro Stunde. Es ist ganz wichtig, dass die Geschwindigkeit des Mähers, also die Mähgeschwindigkeit, mit der Drehzahl der Spindel abgestimmt ist. Das heißt, der Mäher bewegt sich vorwärts, das Gras kommt an und wird von der Spindel abgeschnitten. Und dieses Zusammenspiel aus Spindeldrehzahl und mehr Fortbewegung sorgt dafür, dass das Gras möglichst gleichmäßig und sauber direkt am entscheidenden Scheitelpunkt geschnitten wird. Also hier unter der Klappe, genau, da ist das Verstellrad für die Drehgeschwindigkeit. Der steht jetzt auf 6, also auf der höchsten Umdrehungsgeschwindigkeit für die Spindeln. Das kann man jetzt hier verstellen. Auf 6, also die Spindeln haben die höchste Drehgeschwindigkeit jetzt eingestellt. Und jetzt muss ich nochmal nachlesen, ob das jetzt richtig ist. 6,1 km/h, 6er Position. Ist das optimale Verhältnis aus Vorwärtsbewegung und Drehzahl der Spindel? Yes, Freaks! Danke fürs Zuschauen. Hat mich wieder gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Rasenfreak. Tschüss.